Hallo Minecraft, ich bin mal wieder da. Ja, es ist lange her. 29. September 2015, dass ich das letzte Mal hier auf dem Server war. Woher kam das? Ja, ich sag mal, ich habe ziemlich viel aufgenommen gehabt und mir ja wahrscheinlich viel zu viel zugemutet. So dass ich irgendwann gemerkt habe, ich habe gerade gar keinen Bock mehr dazu. Ja, ist ein bisschen ärgerlich für die Zuschauer, verstehe ich auch vollkommen. Ich hoffe aber auch, dass es verständlich ist, wenn jemand einfach so anfängt, sowas zu machen. Moment, ich mach mal die Musik ein bisschen leiser. Musik. So ist gut. Wenn einer einfach so anfängt, sowas zu machen, der zuvor sowas in dem Ausmaß noch nie gemacht hat, dass der sich eventuell auch übernimmt. Und das ist bei mir passiert. Ich habe gedacht, boah, ja, voll geil. Das machen wir einfach mal. Und dann habe ich gemerkt, das fordert ganz schön viel. Also man muss wirklich sehr viel machen hier. Vor allem die Konstanz habe ich ein bisschen überschätzt, glaube ich. Unterschätzt, nicht überschätzt, sonst hätte es ja geklappt. Aber ja. Ich habe mir jetzt noch mal ein paar Gedanken gemacht, wie ich das hier fortführen kann. Also jetzt nicht nur hier auf dem Server, sondern generell mein Minecraft-Dasein. Und ich habe mir überlegt, zum einen werde ich die Zeit verändern, wann meine Videos online kommen. Das wird 18 Uhr werden, dass ich tagsüber auch theoretisch mehr Zeit hätte, etwas aufzunehmen. Warum passt das jetzt nicht? Ich dachte, das passt. Machen wir hier noch eins mehr raus. Hä? Ah. So. Jetzt passt's. Ja, ich sag mal, so kann ich mehr variieren. Das ist besser und vor allem, ich werde mich selber nicht mehr so unter Druck stellen. Das heißt, wenn ich Lust habe, was aufzunehmen, dann werde ich das machen. Und wenn ich keine Lust habe, dann tut's mir leid, aber dann wird halt auch vielleicht erstmal nichts kommen. Weil es soll ja mir Spaß machen und auch den Zuschauern. Und wenn ich mich dann jedes Mal hier reinquälen muss, um Videos aufzunehmen, ist das wahrscheinlich nicht ganz so Sinn der Sache. Ich muss noch ein bisschen Holz holen. Und deshalb wird es mehr auf Spaß ankommen in Zukunft. Genau. Hier bei dem Projekt. Gerade mal checken, ob hier Monster sind. Nee. Wird es weiterhin so sein, dass ich hier nur aufnehme. Dass ich hier nur spiele, wenn ich aufnehme. So seht ihr zumindest hier bei dem Projekt auch wirklich immer den aktuellen Stand. Und ihr verpasst nichts. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Zu den anderen Projekten, ja, Minecraft City, war ich jetzt ehrlich gesagt schon lange nicht mehr. Seit ich eben am 29. September die letzte Folge hochgeladen habe, habe ich da auch nichts mehr gemacht.
Da werde ich natürlich die nächsten Tage auch mal wieder reinschauen, um zu gucken. Mavia hat, glaube ich, noch weitergespielt. Muss ja gucken, was da alles noch passiert ist. Mephisto hat eigentlich auch gesagt, dass er wieder ein bisschen aktiver spielen will. Das werden wir uns die nächsten Tage mal angucken. War es das jetzt schon? Gab es da nicht mehr Holz? Außerdem, ja, wie gesagt, ich muss mich hier noch informieren. Beziehungsweise ich wollte hier ja. Ja, komm her. Ich möchte hier ja Mods drauf machen. Weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gesagt hatte. Ich möchte hier Towncraft drauf haben. Und ja, was noch? Ja, Verzauberungsmods einfach. Und die muss ich dann jetzt demnächst mal installieren. Zumindest einen. Ich hatte ja die Vorgabe, dass ich das nach und nach hier installiere. Das will ich natürlich auch umsetzen. Weil ich will ja nicht nur schwätzen eigentlich, sondern das auch wirklich so machen. Jetzt bin ich gerade am gucken. Ne, das war ein Tor. Dann war es so rum, glaube ich. So, die Fenster nämlich voll zumachen. Wird nicht weit reichen. So. Holz, wo haben wir das drin? Machen wir jetzt mal hier rein. So, das Bettchen. Wo stellen wir das Bett hin? Stellen wir mal hier hin. Oder? Ja. Jetzt brauchen wir für da oben brauchen wir wieder Diorit. Ist das Diorit? Ach, sieht man ja gar nicht. Ja. Ich gehe mal nochmal hier runter. Ich weiß gar nicht. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo mein letzter Stand war. Hier hat es noch welchen. Und da hatte ich auch welchen abgebaut. Da hat es auch welchen. Dann gucken wir mal einfach mal hier rein. Ja, toll. Einen. Das hat sich gelohnt. Aber da hinten sehe ich noch mal welchen. Juhu. Ja, also. Ich werde auch gucken, dass hier demnächst noch ein zweiter Spieler mit drauf kommt. Wer das genau sein wird, ich habe es schon mal ein bisschen angedeutet, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es hier war oder in Minecraft City. Aber ich werde mich motivieren, dass ich wieder mehr aufnehme, weil eigentlich ist das ja ein cooler Zeitvertreib, hier ein bisschen ja, MC zu zocken. Und es macht ja auch im Großen und Ganzen viel Spaß. Und darauf kommt es an. Aber ich muss sagen, den letzten Monat war der Spaß ein bisschen weg und auch die Zeit, die ich hatte, weil ich so
Ups. Weil ich so noch viel andere Sachen nebenher gemacht habe. Moment, ich mach mal hier zu. Nicht, dass mich da die Monster überraschen. Ich hatte so auch viel zu tun, war viel unterwegs, war wenig zu Hause. Und daher kam das natürlich auch. Dass da eigentlich nichts mehr an Videos gekommen ist. Ich mache das hier ja nur wirklich zum Spaß und nicht, sag ich mal, wie die großen YouTuber, um ihr Einkommen zu sichern. Wenn das irgendwann, irgendwann, das ist eigentlich total, unrealistisch, auch so sein sollte, dann ist das natürlich was anderes. Dann muss man da natürlich hinterher sein. Aber wie gesagt, das ist einfach unrealistisch. Weil es gibt so viele, die das machen. Aber wenn es klappt, so, Leute, dann bin ich happy. Also das freut mich dann natürlich auch. Aber ich muss sagen, seit ich hier Videos aufnehme, ist es wirklich nur zum Spaß. So. Eisenspitzhacke brauchen wir noch. Machen wir zwei gleich. Ah, Dingwill möchte ich auch drauf haben. Tinker's Construct. Tinker's Construct ist cool. Deshalb möchte ich das hier auch haben. So. Fackeln haben wir noch ein paar. Dann können wir nochmal runtergehen und Diorit abbauen. Ja, da wäre sogar Kohle gewesen für vorhin. Hätte ich mir sogar Fackeln machen können. Ich weiß nicht, es wird morgen oder übermorgen vielleicht ein Video kommen, zu Minecraft City. Indem ich mal wieder drauf gucke und guck, was vielleicht Mavia alles gebaut hat, falls er wirklich noch aktiv war. Aber ich glaube, der hat es durchgezogen. Zuletzt haben wir da ja an der modernen Stadt ziemlich viel gebaut. Ich bin mal gespannt. Und wenn ich gerade so drüber nachdenke, dann fällt mir auch wieder ein, dass ich ja da mega Probleme hatte. Zuletzt, dass mein ganzes ME-System ja weg war. Also, beziehungsweise das Server hatte Probleme. Mein ME-System war weg. Das muss ich ja dann auch wieder neu aufbauen. Im neuen Haus. Wenn ich daran denke, dann ist es ein bisschen nervig, muss ich echt sagen. Weil man hat sich viel Mühe gegeben und dann ist plötzlich alles einfach so weg. Das ist schade. Und wir hatten alle keine Ahnung, warum das einfach passiert ist. Oh, Fackel setzen, nicht vergessen. Ich glaube, hier fängt ein zweiter Cluster an. Ja. Dann gehen wir jetzt mal hoch. Das müsste reichen für die zweite Etage. Dann können wir die fertig bauen. Und Fackeln sollte ich hier natürlich setzen. Sonst komme ich nächstes Mal wieder hier auf den Server und
Hier sind lauter Monster gespawnt. Das wäre sehr unvorteilhaft. Hier noch eine Fackel und dann wieder 4, 5 frei. So. Sollte passen. Ich glaube, oder? Na, da fehlt noch eine Fackel. Dann machen wir uns noch 3, 4 Stück. So, das muss jetzt aber reichen. Also ich glaube nicht, dass hier drin Monster spawnen. Sticks noch wieder aufsammeln. So weit, so gut. Ja, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es freut den einen oder anderen, dass hier wieder ein Video entstanden ist. Weil es ist wirklich eine lange Zeit her gewesen. Ich werde mir wieder Mühe geben, dass... Wie gesagt, dann, wenn ich Lust habe, ein Video entsteht und ich das hier hochlade. Ja, vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Minecraft.